Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel von Knob und Niehaus, deinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit. Im heutigen Video möchte ich mit dir nochmal speziell aufs Zwerchfell eingehen. Das Zwerchfell, Hauptatemmuskel in deinem Körper, hat so viele verbindende Strukturen und so viele Aufgaben, dass es uns auch besonders wertvoll ist, dir die Funktion und die Entspannung des Zwerchfells mitzugeben. Du findest auch auf unserem Kanal eine Playlist zum Thema Zwerchfell. Und heute soll es um eine Atmungs- und Entspannungsmeditation gehen zum Thema Zwerchfell. Ich hoffe, du bist dabei. Erst einmal aber Grundsätzliches zum Zwerchfell. Falls du uns noch nicht kennst oder das Video zum ersten Mal siehst und das Zwerchfell dir noch nicht begegnet ist. Unser Zwerchfell als Hauptatemmuskel verbindet den Brustraum mit dem Bauchraum. Das heißt, es ist ein Bindeglied zwischen Lunge, Herz, aber auch Speiseröhre und Luftröhre und den Bauchorganen, gerade Leber, Milz, Magen und allen anderen wichtigen Bauchorganen, denn es umfasst nach hinten hin, zum Beispiel auch in Richtung Nieren und hinteres Bauchfell, auch die Verbindung zum Darm. Und da möchte ich dich heute sensibilisieren, genau diesen Bereich in Richtung Verdauung, Entspannung, aber auch Aufrichtung mitzunehmen in diese Meditation. Das Zwerchfell kontrahiert, also spannt 20.000 Mal am Tag an. Mit jeder Atmung. 20.000 Mal atmest du am Tag und gibst damit einen Impuls nicht nur an Brust- und Bauchraum, sondern auch an dein Nervensystem. Auch durch das Zwerchfell laufen sensible einzelne Nervenstränge, wie zum Beispiel der sogenannte sympathische Grenzstrang. Aber du hast auch Verbindungen zu vielen anderen sensiblen Strukturen, die Kontakt mit dem Zwerchfell haben, wie zum Beispiel hier in der Mitte der Solarplexus, ein wichtiges Nervengeflecht, was auch die Emotionen einbindet. Und da gehen wir heute auch nochmal drauf ein. Also, nimm erst einmal gerne Platz im Schneidersitz auf einem Stuhl. Du kannst dich aber auch hinlegen. Ich mache es jetzt im Sitzen und versuchst eine angenehme, bequeme Position einzunehmen. Du schließt die Augen und kommst erst einmal bei dir an. Du kannst die Hände auf die Knie legen, du kannst aber auch die Hände in dein Zentrum unterhalb des Rippenbogens in die Mitte auf den Solarplexus legen. Das ist deine Mitte jetzt für heute. Und du nimmst erstmal deine Atmung wahr. Beobachte, wie sie fließt, wie du über die Einatmung Luft in deinen Lungen sammelst und was mit deinem Brustkorb passiert. Der Brustkorb dehnt sich aus, hilft dir eigentlich, in eine Aufrichtung zu kommen. Merk auch, wie der Rippenbogen sich nach außen, vorne, oben weitet und wie du bei der Ein- und bei der Ausatmung dich bewegst. Schau, ob die Atmung auch in deinem Bauch ankommt oder ob nur der Brustkorb sich bewegt. Versuch dich dann nochmal zu fokussieren, wirklich in deine Hände zu atmen. In den Bauch ein, der Brustkorb bewegt sich mit und wieder aus. Versuch über die Einatmung Entspannung einzuatmen und über die Ausatmung Anspannung auszuatmen. Versuch mit jeder Einatmung nochmal prozentual Tiefe zu gewinnen, Aufrichtung zu gewinnen, Gesundheit zu gewinnen, Entspannung zu gewinnen. Und gib mit jeder Ausatmung alles ab. Anspannung, negative Gedanken und lass los.
versuch jetzt, wo du tiefer einatmest, auch die Verbindung zur Lendenwirbelsäule, zum unteren Rücken wahrzunehmen. Denn wenn du tiefer atmest, kontrahieren sich die sogenannten Zwerchfellpfeiler nochmal deutlich mehr. Die ziehen bis zum vierten Lendenwirbel nach unten. Achte dabei darauf, dass auch dein unterer Rücken eine andere Position einnimmt, wenn du tief atmest. Und versuch nun, dieses dreidimensionale Konstrukt, diesen dreidimensionalen Muskel wirklich in Gänze wahrzunehmen. Er setzt an der Innenfläche der Rippen an, läuft über die Brustwirbelsäule hin zur Lendenwirbelsäule und verbindet wirklich Brust- und Bauchraum. Dein gesamter Rumpf atmet jetzt mit, atmet dreidimensional mit. Versuch jede Komponente wahrzunehmen, das heißt, wie sich dein Körper nach vorne wölbt, nach hinten und zur Seite wölbt. Nimm dir nochmal einige Atemzüge, um genau diese Dreidimensionalität zu spüren. Nimm mit der Einatmung wahr, wie deine Bauchorgane, gerade Leber, Magen, aber auch der Darm in Bewegung kommen. Versuche zu spüren, dass dir wirklich in die Hände die Atmung entgegenkommt, dass deine Bauchorgane dir entgegenkommen und eigentlich in ihrer Funktion bestärkt werden. Die Leber in der Entgiftung, Entschlackung, in der Verarbeitung, Verstoffwechselung, in der Energiegewinnung, der Magen in der Verdauung, genauso wie der Darm, spielt auch die Energiegewinnung nochmal hinein. Aber spür auch in dein Zentrum, in die Tiefe, da wo deine Hände liegen, wo sich vielleicht schon eine wohlige Wärme entwickelt hat. Genau dort im Zentrum, deine Mitte zu stärken, darum geht es jetzt. Nicht nur über die Haltung, nicht nur über die Förderung von deinen Bauchorganen, das heißt die Energiegewinnung und den Stoffwechsel, sondern insgesamt um dein Zentrum. Und nimm dein Zentrum nochmal wahr in den Atmung. In der Atmung. Und versuch mit jedem Atemzug Stärke in dein Zentrum zu bringen, Vertrauen in dein Zentrum zu bringen, Zentrierung zu erhalten. Und nun, nachdem dein Zentrum bestärkt ist, platzierst du die Hände rechts und links am Rippenbogen, versuchst leicht mit den Fingern darunter zu wandern und nimmst den nochmal 10 bis 15 Atemzüge ganz sanft mit den Händen zu begleiten. Und zwar eine Einatmung nach außen und oben und dort hältst du es bei der Ausatmung. Einatmung nach vorne oben begleiten, Ausatmung halten. Noch weiter nach außen. Und du merkst, dass das Zwerchfell in Dehnung kommt.
aber auch, dass der Bereich in deinem Zentrum, in dem du gerade geatmet hast, nochmal Weite erfährt, dass deine Haltung sich verändert, sogar bis zur Lendenwirbelsäule herunter. Und du merkst, dass du noch aufrechter, noch tiefer atmen kannst. Wenn du keinen Weggewinn mehr hast, lass nochmal locker, platziere die Hände nochmal neu. Einatmen nach vorne oben, ausatmen halten. Bis du 15 Atemzüge hast, das können 2 oder 3 Durchgänge sein, in denen du die Rippen begleitest, um dann nochmal die Hände auf dein Zentrum zu legen, auf den Oberbauch zu legen. Da, wo kein Brustkorb mehr ist, sondern dein Bauch beginnt. Und spür nochmal, schließ die Augen, spür nochmal, was diese Meditation an Atemtiefe, an Dreidimensionalität, an Vitalität, an Bewegung und Zentrierung dir gedient hat. Nimm es wahr. Und dann versuch mit einer tiefen Einatmung die Meditation zu beenden. Du kannst die Augen öffnen, kannst dich nochmal strecken und recken, nochmal tief gähnen, wirklich dich groß machen und wieder ankommen. Nimm dir noch kurz Zeit wahrzunehmen, wie dein Rumpf, wie dein Brustkorb, wie dein Bauch sich jetzt anfühlt. Du hast vieles für dein Zentrum getan, vieles für Verdauung, Stoffwechsel, Sauerstoffgewinnung, insgesamt Entspannung. Freut mich, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ansonsten kannst du uns gerne unterstützen. Einmal, indem du den Kanal abonnierst. Freuen wir uns sehr drüber. Aber auch wenn du nochmal auf Instagram schaust, da kriegst du viele Anregungen zum Thema ganzheitlichen Gesundheit. Wenn dich das Zwerchfell interessiert, verlinken wir dir hier auch nochmal die Playlist zum Thema Zwerchfell, wo du viele andere Übungen auch nochmal bekommst. Erst einmal danke, dass du mitgemacht hast. Ich sage bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Ciao.